Das Rentenalter in Großbritannien beträgt 100 Jahre. Alte Menschen in Amerika dürfen ihre Familien schon etwas früher nerven. Kann ich dir dabei helfen, Großmutter? Hä? Nein, nein, ist schon gut. Ich habe ein paar von den Haferflockenkeksen gebacken, die du so magst. Danke, Großmutter, ich nehme mir gleich einen. Weißt du, wenn ich dich das nächste Mal besuche, bringe ich vielleicht jemanden mit. Ja, gerne. Eine Freundin? Sein Name ist Stevie und er ist schwul. Oh, er ist schwul. Oh. Wir wussten gar nicht, was schwul bedeutet, als wir jung waren. Das glaube ich gern. Wir dachten, schwul bedeutet so viel wie lustig. Wenn zwei Männer sagten, dass sie schwul wären, dachten wir, sie wären einfach nur gute Kumpel. Man ging als schwuler Mann in eine schwulen Bar, kaufte schwulen Pornos und hatte Sex mit einem guten Freund. Aber niemand brachte das mit Homosexualität in Verbindung. Wirklich? Oh ja, das waren unschuldige Zeiten. Du kennst doch Edith von der Farm. Tante Edith? Die meine ich. Wir haben oft zusammen gebadet und uns an den Schamlippen rumgespielt. Aber deswegen waren wir noch lange nicht lesbisch. Was war mit Opa? Macht ihm das gar nichts aus? Aber nein, er hatte überhaupt nichts dagegen. Jeden Sonntag, wenn wir aus der Kirche kamen, sagte er zu mir, Mildred, du machst schon mal schön das Essen warm, ich gehe noch kurz zur Männertoilette am Bahnhof und lasse mir einblasen. Großvater hat das gesagt? Ja, natürlich. Er hat sogar sein eigenes Schwanzloch in die Toilettentür gebohrt und lud die Gentlemen ein, dort ihre Pillermänner durchzustecken. Und dann nahm er so einen Pimmel und schob ihn sich in die Kackrutsche. Also, Großmutter, ich bin sehr froh, dass wir uns unterhalten haben. Ich muss dir noch etwas über meinen Freund Stevie sagen. Er ist nicht nur irgendein Freund. Er ist mein Freund. Ich bin schwul. Schwuchtel.